Nachdem Sie auf dem vorgeschriebenen Weg das Haus X erreicht haben, betreten Sie es Punkt 9.15 Uhr. Niemand wird Sie daran hindern. Das ausgewählte Zimmer hat nur ein Fenster. Von ihm aus ist die ganze Rückfront der Halle einsehbar, in der er seine Rede halten wird. Das Gewehr befindet sich hinter dem Schrank in der Ecke. Es ist auf Sie eingestellt. Punkt 10 Uhr fährt die Kolonne durch die Stadt. Punkt 10.15 Uhr wird sie das Hauptportal erreichen. Er steigt aus Er betritt die Halle. Währenddessen warten Sie immer noch auf der anderen Seite. Schalten Sie das Radio ein.
Seine Rede ist sicher sehr interessant. Rede zu Ende, dauert es nur noch wenige Minuten, bis er die Halle durch den Hinterausgang verlassen wird. Dann kommt ihre Stunde. Zum anderen ist es heute so, dass angesichts des Rückganges, der grundsätzlich erfreulich ist, und des Verschwindens, der Spielerpartei, was genauso erfreulich ist, die Aufteilung der Restmandate nicht mehr ausreicht, einer Partei auch die hohe relative Mehrheit die absolute Mehrheit der Bürger im Parlament zu verlassen. Dabei räume ich selbstverständlich ein, dass eine große Zahl von Wählern durch die regierungsamtliche Propaganda. Du willst also aufgeben. Wir sind erledigt, verstehst du? So sind wir das. Warum schießt er nicht gleich eine Kugel in den Kopf? Weil ich zu feige dazu bin. Ach, wir haben doch keine Chance. Natürlich, wenn man sich seinem Schicksal hingibt, hat man nie eine Chance. Es ist doch sinnlos. Wir sind verloren. Du willst dir ja nur einreden, dass es keinen Sinn hat. Das sagt sich ja nur alles, weil du keinen Mut hast und keine Courage. Nun, Sie sind voller Tatendrang, gehen zielstrebig Ihren Weg, sind zäh, schnell und hart, fähig, Ihre Angst zu überwinden, weder durch Folter noch durch Mord abzuschrecken. Kurz, ein Mann mit Mut und Courage. Tja, sagen wir es nur ins Gesicht, dass ich keinen Mut habe und zu feige bin. Aber ich gebe es ja selber zu. Ja, geh nur. Hau nur ab. Ich möchte aber hier nicht das Entweder-Oder vertreten, sondern ich möchte hier meine, manchmal auch in den eigenen Reihen, im Zusammenhang mit der Diskussion zum Beispiel über das Allner-Programm, nicht von vornherein immer verstandenen Position. Sie werden diesen Mann nächsten Mittwoch auf einer Veranstaltung erschießen. Niemals! Ich bin kein dreckiger Mörder. Revolutionen verlangen ihre Opfer. Eine kleine Bewegung des Fingers und alles ist vorbei. Was dann kommt, ist die Zeit der Einigkeit, des Rechts und der Freiheit. Dafür kann man es doch tun. Wer zögert denn noch, wenn die Morgenröte der Menschheit bevorsteht? Faschisten! Dreckige, hundsgemeine Faschisten! Ich wollte diese Dinge verantwortlich gemacht haben, die Worte. Heute anscheinend ist mehr um die Resozialisierung von Schwerverbrechern, also die Sicherheit der Bürger. Wenn du nicht tust, was wir sagen, wird dein Baby gekillt. Ist das klar? Nein, ich kann es nicht. Er oder sie? Ich kann es nicht. Ich kann es nicht. Nicht für alles in der Welt. Du wirst es tun. Für das Mädchen.
Hier ist er nicht. Los, das ganze Stadtwerk durchsuchen. Harte Nieme.
eine Panne? Nee. Ich dachte nur. Sie brauchen keine Hilfe? Für mich kalt heute, was? Sind Sie von hier? Sehr alt. Ja, da drüben, da wollen sie jetzt einen schnellen Brüter bauen. Die Bauern sind zwar dagegen, aber wir verrecken sie schon. Und seit das Ding, dass eine Kernkraftwerk da im letzten Jahr in die Luft geflogen ist, bin ich auch dagegen. Verkehr hat auch ganz schön zugenommen. Naja, die Autos sind doch mal unser Tod. Naja. Naja, wenn bei Ihnen alles in Ordnung ist, dann geht's wieder. Wiedersehen. Vergessen. Ja.